Non, je suis à des effets, ok. On fait une fois. Au début, je trouve que, je sais pas, mais pour moi, pour mon sentiment, c'est mieux que tu ne me touches pas trop. Et puis, tu fais seulement cette geste-là que tu prends la main à la fin, enfin, parce que comme ça, c'est plus fort, quoi. Ouais. Tu trouves pas? Ok, ok, c'est bon. Ouais. C'est bon. Wie viele Muttermale habe ich? Insgesamt? Woher soll ich das wissen? Wir sehen uns jeden Tag, das könnten Sie wirklich schon langsam einfach mal durchgecheckt haben. Das kann ich nicht wissen. Das kann niemand wissen. Das ist unmöglich. Nein, komm, lass mich das anschauen. Lass mich sehen. Blöd, Mann. Und ich habe eine Narbe auf der Stirn und circa 10 Blomben, auf was ich nicht sehr stolz bin. Und die Weisheitszähne haben sie mir rausgenommen, weil die sind irgendwie nicht ganz raus. Mein Gott, das interessiert doch niemand. Wir sind noch nicht da beim Sklavenmarkt. Los, sag, wie viel Fieber habe ich? Okay, komm bitte ein bisschen mehr ernst, ja? Es geht um unsere Beziehung, Gustl, okay? Ja, Schatz, aber niemand kann das wissen. Ja, ich glaube aber, dass du das einfach deshalb nicht weißt, weil du dich nicht genug für mich interessierst. Schatz, ich weiß, ich bin ein böser Mensch. Ich weiß nicht, wie, was dein Hobby sind, außer lang schlafen, wie alt deine Eltern sind. Wie rasierst du, ob trocken oder nass? Ich weiß nur, dass du ein guter Mensch bist. Dass du klug bist und gerne lachst. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Und welche Farbe hat meine Augen? Rosa, rosa, mit türkisen Tupfen drinnen. Kaffee oder Tee? Und mit Milch und mit Zucker? Oder schwarz? Und was für Boxershorts hat er? Warte mal, jetzt lass mich nachdenken. Also, das sind auf jeden Fall mal ein paar schwarze und drei, vier grüne und dann hat er noch ganz wenig weiße, glaube ich. Muss ich nochmal fragen. Und bitte, wer will das wissen? Und sollte ich noch danach fragen, bitte so nach dem Aufstehen oder noch besser vor dem Beischlaf? Du, Schatz, welche ist denn eigentlich deine Lieblingsunterhose? Das ist völlig absurd. Seit wann kennen wir uns? Seit 1,5 Jahren. Wo kennengelernt? In einer Pizzeria. Was hast du dort gemacht? Gearbeitet habe ich. Und ich? Du wolltest mit einem Freund was essen gehen. Und dann? Habe ich dich gesehen. Und? Und habe ich mich total in dich verliebt. Und dann? Habe ich dich gefragt, ob du mit mir was essen willst. Und du hast gesagt, dass du bereits isst, aber dass ich dich ja später dann zu einem Drink einladen kann. Naja, schließ die Augen. Was für eine Farbe. Die gemeinsame Hochzeitreise. Die Frage ist eigentlich eine absolute Frechheit. Wohin darf ich denn schon gehen? Gemeinsamer Tagesablauf, Job, Wohnen. Was für dumme Fragen. Man könnte glauben, sie kennen ihre eigenen Gesetze nicht. Außer darauf warten, dass mich endlich jemand einstellt. Und das auch noch legal, kann ich eh nicht. Studium hatte ich eins, musste ich aufgeben. Dabei hatte ich mich wirklich interessiert. Philosophie in Kombination mit Religion. Ich weiß schon nicht, wie ich damals gesagt habe, dass ich das studieren will. Und alle den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, ich soll etwas Praktisches studieren. Jetzt würde ich ja Arzt werden wollen oder noch besser Anwalt, damit ich denen allen in den Arsch treten kann. Was haben Sie sich zu Weihnachten, Geburtstag oder zur Verlobung geschenkt? Nichts, wir machen uns keine Geschenke. Wir schenken uns gegenseitig ständig aufs Neue unsere Liebe. Sie ist so rein und erfüllend, dass wir von gar nichts mehr und vor allem nichts anderes mehr brauchen, außer uns, 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 uns. Ständig nur uns, Tag aus und Tag ein, bei Tag und bei Nacht. Zu zweit, zu zweit, zu zweit. Zu jeder Verfassung oder Laune, immer nur zu zweit. Und nur zu zweit, bis das der Tod uns scheidet. Fragen zum Sexualleben können entschieden zurückgewiesen werden.
Die Liebe kennt keine Grenzen, Herr Richter. Vor allem nicht, wenn es um ein Menschenleben geht. Und welche Zigarettenmarke rauche ich bevorzugt? Keine. Du rauchst alles, was du kriegst. Und das so viel. Einen Tag, du wirst Lungenentzündung bekommen. Oh. Und wie schaut's aus mit den Kindern? Kinder? Ich mag Kinder. Du nicht? Oh ja. Aber in meinem Leben geht sich das mit Kindern vielleicht einfach nicht aus. Warum? Ja, weil ich in der Nacht arbeite. Weil ich untertags urlang schlafe, weil ich 1000 Sachen mache und weil ich deshalb einfach keine Zeit habe für sowas. Was wäre dann mit Kindern anders? Ja, dann könnte ich das alles nicht mehr machen. Und außerdem hätte ich dann noch mehr Verantwortung für noch mehr Menschen, als ich sie sowieso schon habe. Oder was meinst du? Meinst du, dass ich bin wie ein Kind für dich, dass du ein Kind, das du kümmern musst, wenn ich auf die Straße gehe, nein, dass du Sorgen machen musst? Nein, was meinst du? Nein, das habe ich nicht gemeint. Aber es ist einfach so, dass ich mir manchmal Sorgen um dich mache, wenn du allein auf der Straße unterwegs bist, weil wenn dich die Polizei auffällt und mitnimmt, dann bin ich diejenige, die dich abholt, oder? Hör auf, ich musste keine Belastung mehr sein für dich, ja? Du brauchst nicht an mich kümmern, so. War das immer so mit deiner Freundin, deinen Ex-Freundin? Hey, jetzt hör auf, ja? Das ist unfair und das ist gemein, das ist echt geschissen von dir, so brauchst du mir überhaupt nicht kommen. Weil sie haben gemacht, was sie wollen, weil sie waren frei. Hey, das ist nicht fair, hör auf, so, du bist so... Weil sie einfach alles machen konnte. Aber darum geht's überhaupt nicht. Jetzt steig wieder runter. Okay, ich habe es nicht so gemeint. Das zwischen uns zweien ist einfach was anderes, okay? Verstehst du das nicht? Das ist einfach ernster. Wie dann? Shivane Bagui stand vergangenen Dienstag während dieses Einsatzes von Polizei und Rettung. Dieses Amateurvideo stellt alle Rechtfertigungen von Polizei und Mitarbeitern der Rettung in Frage. Wieso stehen mehrere Personen über 5 Minuten auf einem Reglosen? Warum wird der Mann an Händen und Füßen gefesselt, wo er doch keine Gegenwehr mehr leistet? Wenig Platz für Interpretationen lassen diese Bilder. Ein Anrainer filmte von seinem Fenster aus den Einsatz von Polizei und Rettung. Das Video ist schwarz-weiß, da mit einem Restlichtverstärker gefilmt wurde. Das Amateurvideo zeigt Shivane Bagui mit dem Gesicht nach unten reglos liegend. Seine Hände sind mit Handschellen auf den Rücken gefesselt. 2 Polizisten und ein Sanitäter stehen bzw. knien auf dem Afrikaner.